Hier, ich weiß ja nicht, ob ihr das wusstet, aber das Wort abrüsten stammt aus der Ritterzeit und hieß damals so viel wie ausziehen. Barack Obama will die Atombombe verbieten. Und zwar nicht nur bösen Atommächten, sondern eigentlich allen Ländern. Ja, wenn Sanktionen nicht helfen, dann vielleicht Gruppenzwang. Der Obama geht ja auch immerhin mit gutem Beispiel voran. Er will ein Drittel seiner Atomsprengköpfe entsorgen. Ich hoffe jetzt mal nicht auf dem Luftweg. Angela Merkel dagegen möchte vor allem verhindern, dass nukleares Material in verantwortungslose Hände gerät und so tausende Menschenleben gefährdet. Tja, das wird Vattenfall gar nicht gerne hören. Und dann ist da noch der französische Präsident Sarkozy. Der will gar nicht abrüsten, weil er die Raketen unbedingt zur Abschreckung braucht, damit die Brüni gleich weiß, egal wo du hingehst, ich krieg dich. Ja, noch viel zu tun für Obama und Merkel. Da könnte ihnen To-Done helfen. Diesem Tool sagt man, was man erledigen muss und wie lange das dauert. Und wann immer man etwas Zeit hat, verrät einem To-Done dann, welche seiner Aufgaben man am besten erledigen sollte. Da kann man sich ja leicht verschätzen. Genau wie bei Entfernungen. Aber dagegen gibt es zum Glück Mapfrappé. Ein Google Maps Mashup, mit dem man Größen und Entfernungen auf Landkarten vergleichen kann. Zum Beispiel Australien mit der Sahara, Liberty Island und die Freiheitsstatue mit der Gefängnisinsel Alcatraz oder den Irak und Texas, die beide ungefähr gleich groß sind und ja auch jahrelang vom selben Mann regiert wurden. Einen Vorteil haben Atomwaffen ja. Man kann die Todesursache relativ gut bestimmen. Also ich würde nicht zur Atombombe greifen, wenn es wie ein Herzinfarkt aussehen soll. Da würde ich schon eher zu diesem Link-Tipp greifen. Eine Sammlung von 50 Online-Kursen an Universitäten, mit denen man sich selbst zum Kriminalitätsfachmann ausbilden kann. So kann man das Erbe vielleicht doch schon früher antreten. Und auch ganz genau auf alle Hinweise achten, sollte man beim Spiel Take Something Literally. Das sind 25 kleine Rätsel, bei denen man wirklich nur dann weiterkommt, wenn man die Spielanweisungen sehr wörtlich nimmt. Und selbst dann kann man sich noch lang genug dumm anstellen. Als Kind hat mich Polizeiarbeit auch fasziniert. Ja, in meinem Kinderzimmer habe ich jahrelang Tatort gespielt. Da durfte nichts angefasst oder weggeräumt werden. Seine eigenen Spuren kann man übrigens beim Footprint Calculator sichern. Ein animiertes, interaktives Quiz des World Wildlife Fund, das einem schonungslos vor Augen führt, wie stark man die Erde mit seinem Lebensstil belastet. Ja, und wer so viel nimmt, der kann auch ruhig mal was geben. So wie Reed, der seit Dezember jeden Tag einem fremden Menschen $10 schenkt. Und das, obwohl er selbst kurz vorher arbeitslos geworden war. In seinem Blog Year of Giving erzählt er die teils ernsten, teils unterhaltsamen Geschichten der Beschenkten. Und wir werden jetzt auch wieder beschenkt, nämlich von unserem Zuschauer des Tages mit seiner Anwesenheit. Heute ist es der Jüzi. Ein schöner Name und ein Feinschmecker. Verrat uns doch mal, was du da gerade probiert hast. Und ob du den Löffel danach genauso virtuos fallen gelassen hast wie Renaud Allais, der in seinem Clip Gravité übrigens noch jede Menge andere Gegenstände der Schwerkraft ausgesetzt hat und so geschickt zusammengeschnitten tolle Rhythmen erzeugt. Schlagzeugspielen ist allerdings wohl auf Dauer billiger. Das war Ehrensenf, ich bin Janine und tschüss. Hier, was man nur durch so ein Foto alles über einen Menschen erfährt. Der Jüzi zum Beispiel interessiert sich für Kochen, aber nicht für Fotografie.